Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers. Vor der Aufnahme der Schönen Müllerin haben wir natürlich diesen Zyklus öfter gespielt, auf der Bühne. Die anderen Schubert-Zyklen auch. Also wir waren durchaus mit dem dramaturgischen Bogen bei Schubert vertraut. Und es ist natürlich immer dann ein großer Reiz, sich so einem Werk zu stellen im Studio mit mehr Zeit, mit mehr ausprobieren können, Dinge verändern, verbessern. Und haben im Markus-Sittikus-Saal in Hohenems bei der Schubert-Theater einen wunderbaren Raum gehabt, in dem wir auch schon Konzerte gespielt haben. Positiv besetzt für unsere eigenen Erfahrungen. Eine sehr inspirierende Akustik, ein toller Flügel. Und das hat natürlich den Eintritt in die Aufnahmen für uns sehr angenehm gemacht und uns wunderbar auf wie ein weiches Bett gewiegt sozusagen. Unsere Herangehensweise ist eher eine praktische. Also wir proben zwar natürlich schon, das muss man ja sowieso, und loten dann sozusagen die Möglichkeiten aus und gehen dann damit auf die Bühne. Daraus entsteht auch zum Teil sehr spontan einfach eine Interpretation, weil ich denke, Interpretation hat auch immer mit der Wechselwirkung zwischen Künstler und Publikum zu tun. Hat sich, glaube ich, auch einfach unsere Interpretation für die CD ergeben. Und dann natürlich im Studium werden diese Möglichkeiten nochmal deutlicher ausgelotet und ein Weg halt eben verfolgt, ein anderer eher nicht. So entsteht das dann. André agiert mit einem großen Instinkt, mit einer ganz persönlichen Intuition. Die ist natürlich auch gewachsen durch viele Jahre Studium, durch Geschmacksbildung, eben auch das Anhören der anderen junger Kollegen von jetzt und auch von den großen Legenden, um sich dann ganz spontan wieder aufs Musizieren einzulassen, was natürlich auch dann quasi die zwei Ebenen unserer Aufnahmesessions gebildet hat. Zum einen mit einem Stück, was man gut kennt, was man oft gesungen hat, spontan ins Studio zu gehen, einfach bei Lied 1 anzufangen und dann von der Leber weg das zu produzieren, und dann die andere Ebene natürlich doch in vielen Takes zu produzieren, um dann zu sagen, lass uns doch nochmal hier mit der Lupe draufschauen, können wir das nicht doch noch anders machen? Und dann kommt man in dieses sehr interessante Gleichnis von, man macht Tourneen mit einem Zyklus, fast so eine Art Vorbereitung für eine Aufnahme, dann ist die Aufnahme doch nochmal eine ganz andere Nabelschau, die einen dann für die nächste Tournee wieder vorbereitet. Also beides profitiert voneinander und man geht dann doch hoffentlich schlauer aus der Aufnahmesession raus und ist doch noch mal etwas sensibilisierter auf manches Detail. Bei vielen Stellen denkt man, habe ich toll gespielt oder habe ich zufriedenstellend gesungen? Dann hört man es 4-5 Tage an und denkt, da muss ich doch noch mal ran. Also ist ein toller Prozess und ich glaube, wir beide lieben das Studio doch sehr.